Oh mein Gott, ich habe gerade die Folge gestartet. Aber da unten, ne? Was geht denn da ab? Hey! Wer ist hier auf meinem Grundstück? Chris, hast du da gerade gespuckt? Wer hat hier die ganze Zeit gespuckt? Oh mein Gott! Da ist ein Lama, was von Zombies angegriffen wird! Oh mein Gott, schnell weg damit. Oh mein Gott, ganz ruhig. Weg damit! Weg mit euch! Ganz ruhig! Hey! Hier ist einfach wieder so ein Händler. Okay, ganz ruhig, Händler. Ist es wieder so ein unsichtbarer Händler? Ich habe die Folge gerade erst angefangen. Mann, ich wollte eigentlich gerade ein bisschen chillen. Und jetzt auf einmal werde ich... Da! Man hat ihn kurz gesehen! Oh mein Gott. Weg damit. Hey! Ich habe dich gerade eben gesehen, du Händler. Warte mal. Mann, ich wollte die Folge erst nochmal anfangen. Aber das ist hier wieder ein Händler. Und der hat einen zweiten Chris dabei. Und einen anderen Chris hat er gerade einfach so alleine gelassen. Chris? Chris? Oh. Hi, Kleiner. Ich glaube, ich habe sogar gerade eben eine weitere Lead mitgenommen. Okay. Sag mal, kann man mit dem eigentlich handeln? Ja, tatsächlich. Es ist ein unsichtbarer Wanderer, ein Händler, der uns tatsächlich hier wieder besucht hat. Und er will uns Hornkorallenblöcke verkaufen. Aber ankaufen will er nichts. So ein geiziger Sack. Okay, mit dem können wir keinen Handel betreiben. Nun ja, meine werten Damen und Herren, so wollte ich eigentlich die Folge gar nicht anfangen. Aber so fangen wir sie jetzt an. Wir haben einen unsichtbaren Händler mit dabei gehabt, mit zwei Kamelen schon wieder, die wir eigentlich nicht brauchen. Deswegen bin ich da auch gerade nicht so überzeugt davon. Jürgen auch nicht. Gell, Jürgen, gute Nacht. Ich gehe dann, gell. Ich wollte mich eigentlich schlafen legen und euch tatsächlich nochmal sagen, was wir heute tun werden. Ich habe nämlich seit der letzten Folge einiges getan. So, ich habe sehr viel geangelt, ja. Sehr, sehr viel geangelt und dementsprechend habe ich etwas Besonderes zu zeigen. So, und zwar der gute alte Samantha und der Chris, die waren dabei, als ich hier etwas geangelt habe. Wie man auch sehen kann, habe ich jetzt tatsächlich mein Inventar nochmal ein bisschen sauberer gemacht. Es ist nicht unbedingt dreckig, es ist okay. Wir haben hier eine Diamond Pickaxe immer noch mit Efficiency 1, weil wir nämlich letztes Mal so sehr kräftig verzaubert haben. Und ich stand immer hier und habe einfach geangelt. Und das hier ist meine Angelkiste. Und oh je, wir haben drei Nautilus Shells bekommen. Ich glaube, ein Stack Raw... Nee, zwei Stacks Raw Cods. Die anderen Stacks sind gerade im Ofen, ne? Ich habe also so über 100 von diesen Raw Cods rausgezogen. 70 von diesen Raw Salmon. Ah, ne, mehr. Ich habe 130 von diesen Raw Salmons rausgezogen. Und dann habe ich dementsprechend noch Pufferfische gefangen. Lilypads. Einen Bogen mit Power 4. Aber er hat Curse of Vanishing drin. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das bedeutet. Ich glaube, wenn ich damit jemanden abschieße, dann wird derjenige unsichtbar. Glaube ich zumindest. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Ding tatsächlich geangelt. Ah, und hier noch eine Ledertunika. Und ein paar Sachen habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen verteilt. Da liegen auch noch ein paar Fische hier und da. Und eine weitere coole Nachricht. Wir haben tatsächlich die Skewts fertig. Und zwar unsere letzten wunderbaren Schildkröteneier von den Schildkröten, die ich da angepflanzt habe. Wie man anpflanzen jetzt tatsächlich interpretiert. Sind tatsächlich geschlüpft und wir haben gar keine Eier mehr hier drin. Das heißt also, wir können also alle unsere Schildis, die jetzt hier drin chillen. Hey, kleine Fee, was geht? Wo ist dein Bruder? Können wir tatsächlich jetzt mal freilassen, weil die jetzt nämlich hier eigentlich nichts mehr zu tun haben. Wir haben nämlich eigentlich alles von denen bekommen, was wir benötigen, weil von Schildkröten kann man nämlich kein Fleisch abfarmen oder sonstiges, obwohl Schildkrötenfleisch, glaube ich, extrem nahrhaft ist. Können wir die tatsächlich nicht essen oder sonstiges mit denen anstellen, weil wir nämlich eigentlich nur ein Item von denen benötigen. Oh mein Gott, da ist er wieder! Der Händler! Händler, willst du eigentlich bei uns chillen oder? Warte mal, kann ich eigentlich den Händler an die Leine nehmen? Nee. Nee, geht nicht. Okay, kann ich eigentlich den hier an die Leine nehmen? Ja! Oh, wow, guck mal, ich habe meine Fee an der Leine. Komm mit, Fee. Wir müssen jetzt spazieren gehen. Haha, es ist cool, guck mal. Oh, das ist sehr, sehr cool. Okay, aber jetzt mal kurz wieder weg. Die fliegt mir eh hinterher. Ich weiß nicht, was ich mit dem Händler machen soll, aber ich würde gerne diese Lead haben, die er tatsächlich da hat. Warte mal, das heißt, ich muss jetzt hier kurz einen Prozess übernehmen. Ich brauche den nämlich kurz einmal den Händler kurz töten, wegen seinen schlechten Preisen. Tut mir leid. Nein, bitte nicht. Hört auf, mich anzuspucken. Ah, hört auf, mich anzuspucken. Das war nicht so gemeint. Ich kann euch... Chris! Chris 2! Oh mein Gott, Chris 2, hör auf mich anzuspucken. Komm mit. Du kommst jetzt mit. Chris 2. Du bist jetzt einer von uns, okay? Du kommst in die Sammlung dazu. So. Aua, Mann! Okay, gut. Ey, hör mal auf. Hör jetzt auf, uns anzuspucken.
Oh Mann, es ist dieselbe Geschichte. Okay, gut. Ich hatte eigentlich was anderes vorgehabt. Und zwar wollte ich... Ich wollte gar keinen Lama adoptieren. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Ich wollte eigentlich hier zu meiner Crafting Bench gehen und tatsächlich was Neues bauen. Und zwar das, was wir uns eigentlich schon die ganze Zeit bauen wollten. Und zwar ein Turtle Shell, der dafür da ist, dass wir tatsächlich unter Wasser atmen können. Okay? Das bedeutet am Ende des Tages... Alter, der spuckt mich einfach immer noch an. Mann, der spuckt die anderen die ganze Zeit... Oh, oh. Ey, der darf Chris nicht töten. Hey, sorry. Wenn du jetzt nicht aufhörst zu spucken, musst du ihn umbringen. Hä? Alter! Alter, Chris und Samantha... Alter! Hey! Okay. Chris und Samantha haben gerade das neue Lama einfach getötet, Mann. Niemals. Okay, die haben sich also verbündet und spucken jetzt hier immer noch auf den Boden, weil sie ihn hassen. Puh! Puh! Puh auf dich! Puh! Währenddessen ihr weiterhin hier auf dieses Grab drauf spuckt, von dem, der gerade eben hier gestorben ist, kann ich ja so lange weitermachen. Okay, ist mein Fall, okay? Alles klar? Gut, okay. Da können wir natürlich unsere Lama-Farm erstmal ignorieren und beim nächsten Mal dann weitermachen. Das, was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass wir jetzt tauchen können. Okay, wir können jetzt tauchen und haben tatsächlich die Möglichkeit, beim Tauchen unendlich Luft zu haben. Okay, es gibt also nicht mehr das Problem mit der Luft. Unsere Luftblasen bleiben jetzt immer voll, das kennen viele schon. Und dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit, natürlich mehr zu machen. So, das heißt also, wir sind jetzt in der Lage, tatsächlich im Wasser mehr zu farmen. Okay, das machen wir wie folgt. Ach, übrigens, das habe ich übrigens auch noch nicht erzählt. Unsere Kopperblöcke sind tatsächlich blau geworden. Schaut sie euch an. Ich bin blau und ich auch. Die waren dazwischen nochmal irgendwie so andersfarbig. Das habe ich aber leider nicht gefilmt, weil ich währenddessen gespielt habe und vorbereitet habe. Und dementsprechend, die sind jetzt ganz blau geworden. Okay, es hat funktioniert. Das Experiment ist geglückt. Ich glaube, blauer werden sie nicht. Lass sie nochmal einen Tag stehen. Ey, sag mal, wie lange habt ihr eigentlich noch vor auf den Typen? Also, er ist schon tot. Also, werden wir jetzt für immer da drauf spucken? Grab von Heuchler Lama. Okay? So. Wo da schreibt man Lama so? Lama Hammer. Okay. Okay. Grab von Heuchler Lama. Oh nein! Jetzt spucken wir auf das Grab vom Heuchler Lama. Okay, komm, wir machen hier so ein bisschen Sand rein. Hattu! Auf dieses Heuchler Lama. Okay, alles klar. Gut, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Okay, ich finde es sehr witzig, wie die hier tatsächlich die ganze Zeit da reinspucken. Als ob die nicht mehr aufhören, Mann. Okay, gut. Oh, hier, guck mal. Können wir eigentlich auch einen Squid fangen? Ich weiß, ich übertreibe wieder, aber sag mal, geht das eigentlich? Wir haben jetzt wieder so eine Lead. So, wenn ich jetzt an so einen Squid gehe, so ein normaler Squiddy, ja, und ich den dann rechtsklicke. Doch, ich kann einfach einen Squid als Haustier halten. Jawohl, Squiddy, willkommen im Club. Du wirst jetzt bei uns leben, ob du willst oder nicht. So, du kommst jetzt hier. Tatsächlich, der wird hier mit uns leben. Mann, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Jetzt habe ich wieder Haustiere adoptiert. Oh Mann, ich sollte damit aufhören. So, Squiddy. Du lebst jetzt an diesem Zaun, okay? Und du wirst hier mit uns leben. Mein Ziel ist es, auf jeden Fall noch einen Squid zu finden, der leuchtet. Es gibt leuchtende Squids, aber die sind im Boden, die muss man dann irgendwie jagen. Und das wird schwierig werden, die hochzubekommen. Habe ich nicht recht, ihr Kleinen? Hab ich nicht recht? Ja, okay. Es sieht wie folgt aus. Wir müssen erstmal hier unsere 64 Fisch rausholen. Das ist nämlich tatsächlich Essen, was wir für immer haben werden. Die Kohle können wir mal da reinpacken. Glas habe ich tatsächlich für die nächste Folge schon vorbereitet. Da werden wir nämlich was mit Glas machen. Und hier können wir dann nochmal unser Eisen ein bisschen fertig machen. Und wir müssen jetzt wie folgt bei diesem wunderbaren Regenschirm... Okay. Kann einfach nicht mehr. Wir müssen nämlich tatsächlich jetzt was Neues craften, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Und deswegen baue ich extra mein Boot ab. Denn man kann nämlich, wenn man es schlau anstellt, ein bisschen Holz nehmen, was ich tatsächlich hier oben habe. Genau, hier. Oder, warte mal, da ist sogar eine Kiste. So, da habe ich gleich eine Kiste parat. Kann ich tatsächlich eine Kiste nehmen, die hinten dran packen und davor einfach Boot. Und da bekomme ich ein Boot mit einer Kiste. Okay? So, und das Coole daran ist, was ich jetzt denke, was ich theoretischerweise schaffen könnte, um auf Expeditionstour zu gehen, ist, ein so ein Boot mit Kiste zu nehmen. Das heißt also, ich bin dann hier
mit Boat with Chest. Das heißt, wenn ich da drinne bin, dann kann ich da tatsächlich auf die Kiste drauf zugreifen, was ich sehr nice finde, weil dann können wir nämlich gleich auf Tour gehen. Und jetzt kommt tatsächlich nochmal der Oberburner, was ich jetzt nochmal ausprobieren möchte. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Ich habe es nicht getestet oder so. Deswegen, wir bauen jetzt ein weiteres Boot, ja. Packen das Boot dann hier hin. Dann holen wir uns nochmal ein bisschen mehr Holz. Komm, wir holen uns einfach jetzt nochmal so ein bisschen Holz, sodass wir da kurz was bauen können. 16 Holz. So, ich weiß, mein Inventar ist dreckig. Schaut da nicht hin. So, und dann bauen wir jetzt hier nochmal eine weitere Kiste. Und können dann dementsprechend nochmal Boot mit Kiste kombinieren. Es ist einfach so viele Geräusche, dieses Spucken und das Wasser, gell? Zu viel Wasser. Und packen dann diese zwei Boote hintereinander. Und jetzt ist meine Idee, dass ich meine Rope nehme. Ah, Mist, das geht leider, glaube ich, nicht. Ah, schade. Oder? Geht das? Dass man vielleicht... Also meine Idee ist gewesen, dass ich vielleicht mit dieser Rope einfach die Boote miteinander verbinden kann. Aber ich glaube, das ging nicht. Ein neuer Morgen und es regnet nicht mehr so viel. Und das Spucken geht für immer weiter. Okay, es sieht ganz danach so aus, als ob Chris und Samantha für immer und ewig da drauf spucken werden. Auf das Grab vom Heuchler Lahme. Oh Mann, okay. Das heißt also selbst, hier wohnt Chris und Samantha. Ja, schön. Das ist sehr schön, dass ihr hier wohnt. Okay. Was ich jetzt mal probieren werde, wir müssen hier einen Kompagnon auf unserem Boot holen. Ich kann nicht alleine einfach so auf Reise gehen auf der hohen... Nein! Jetzt habe ich eine Kiste gebaut, ich Trottel. So, wir können weitermachen. Ich habe jetzt einfach tatsächlich jetzt ein freies Boot. Jetzt gehe ich aber auf so eine Insel, wo ich mir recht sicher bin, dass hier Tiere herumlaufen. Ne? Und muss jetzt irgendwie ein Tier dazu bekommen, hier in mein Boot mit einzusteigen. So, ich glaube, eine Kuh funktioniert nicht ganz, aber wir können es mal probieren. Und wenn das funktionieren sollte, müssen wir auf jeden Fall Bettina mitnehmen. Ich probiere es mal aus. Da, Lead. So, du kommst jetzt mit. Und dann einfach in dieses Bötchen hier rein. Geht das? Kommst du da rein? Nee. Doch! Oh mein Gott, es funktioniert! Okay. Und was mache ich jetzt mit dir? Können wir zusammenfahren? Oh! Okay, gut, ich muss es mit Bettina zusammen machen. Tut mir leid, kleine Kuh, du warst nur ein Testobjekt. Okay, tut mir leid. Danke für dein Fleisch. So. Okay, okay, okay. Wir nehmen jetzt Bettina mit. Bettina wird tatsächlich zu einer wunderbaren, Frau auf der See. Mit mir zusammen. Natürlich. Bettina! Eine kleine Überraschung. Deine Haft ist abgelaufen. Und zwar die Haftzeit für 24 Stunden, 24 Tage, 24 Monate ist tatsächlich bewilligt worden. Es gab da einen netten Kerl, der deine Dings bezahlt hat. Deine Kaution. Deswegen kommst du jetzt raus. Okay. Wir nehmen mal hier das Lied nochmal. So, dann nehmen wir hier so. Das Lied. Ah, komm schon. Wie jetzt? Du willst nicht raus. Bettina, komm schon. Hier ist keine... Bettina? Mein Gott, Bettina steckt da drinnen fest. Man kriegt Bettina nicht mehr raus. Bettina? Bettina? Bettina, lebst du noch? Komm, ich baue dich frei. Meine Gute. Meine gute Schnute, komm doch mit. Hier. Okay, sie ist da. Oh mein Gott, sie kann laufen. Okay, komm Bettina. Ich bring dich an einen besseren Ort. Okay? So, schön in das Bötchen rein. Jawohlski. So, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich jetzt eigentlich das Lied da wieder dran machen? Nee, kann ich nicht. Okay, aber ich kann die Bettina ins Bötchen reinsetzen, ne? Bettina ist jetzt tatsächlich nicht mehr im Knast. Bettina ist jetzt mit uns auf See und wir können zusammen mit Bettina jetzt eine Runde farmen gehen. Wobei es mir leid tut, Bettina, aber ich werde dich hier auf der möglichen Schildkröteninsel erstmal ein bisschen leben lassen. Ich weiß, der andere Ort war jetzt nicht unbedingt der beste, aber der ist jetzt immerhin ein bisschen besser. Jetzt hast du eine schöne Aussicht, Bettina, okay? Tut mir leid, ich hätte dich echt gerne auf ein Abenteuer mitgenommen, Bettina, aber leider muss ich das andere Boot nehmen, weil ich da nämlich mehr Platz drin habe, verstehst du, Bettina? Tut mir leid, heißes Eis, okay. Oh, da ist übrigens, oh, da ist ja noch eine. Nein! Squiddy ist abgehauen. Oh, Squiddy. Squiddy, wo bist du nur hin? Unser erstes Wasserhaustier ist einfach geflohen. Squiddy war nur so... Okay, ich muss jetzt eigentlich das machen, worauf ich...
Alter, wenn die niemals damit aufhört, das ist, glaube ich, der heftigste Bug jemals. Das ist so witzig. Ich wollte jetzt eigentlich mit... Oh, ich habe 64 gekochter Fisch. Das ist so nice, Mann. So, ich kann jetzt nämlich einfach im Boot aufstehen und einfach so anfangen zu essen. Oh yeah, okay. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, wenn man nämlich hier von unserer Seite aus die ganze Zeit nach links fährt, ist dann nämlich noch eine Sache gewesen, die ich gerne erforschen wollte. Ich bin nämlich schon mal ein bisschen so herumgeschwommen, habe natürlich so geguckt, was kann man denn eigentlich so auf dieser hohen See einfach ein bisschen begutachten. Und es gibt natürlich Fische, Delfine, Sand und so weiter und so fort. Und wir haben ja schon mal so ein kleines Nether-Portal, glaube ich, gefunden gehabt, was unter Wasser waren oder so Magmasteine. Und das gleiche gibt es hier auf der anderen Seite eigentlich auch. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, wo das ganze Ding war. Oh, da ist es sogar. Oh, ich habe es fast übersehen. Okay, dann müssen wir hier mal kurz runter. Ja, okay. Denn das hier ist nämlich nochmal ein wunderbares kleines Nether-Portal. Und ich denke daran, möglicherweise... Au, 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 ist das heiß. Alter, das ist einfach ein Goldblock. Mama. Okay, einen kostenlosen Goldblock schaue ich auf jeden Fall nicht sehr gerne entgegen, sehr gerne entgegen und das passt auch so. Und hier sind auch viele Magma-Blöcke und ich überlege vielleicht dieses Portal sogar einzuschalten, weil es hat sogar so weinendes Obsidian mit drin. Yo, was? Ich dachte, ich kann unendlich damit tauchen. Hey, warum... Achso, ich glaube, ich kann nur länger tauchen damit, ne? Es gibt auf jeden Fall noch eine Kiste. Oh mein Gott, da ist eine Nautilus-Shell drin. Und ein paar Items. Nice. Goldapfel, Iron Nuggets, Cursed of Vanishing. Oh, und eine Potion. Hey, ist das eine Potion of Night Vision? Oh mein Gott, die können wir sogar gleich trinken, ne? Weil wir damit dann sogar gleich noch was sehen können. Oh, okay, nicht schlecht. Aber das benutzen wir dann, wenn wir es wirklich brauchen. Also, oh Mist, ich bin so ein Trottel. Ich habe eigentlich zu Hause, habe ich sogar noch extra diese Tauchpotions dabei gehabt, mit denen wir eigentlich auch noch hätten tauchen können. Aber jetzt müssen wir so rauskommen. Auf jeden Fall, vielleicht baue ich mir aus diesem Nether-Portal sogar ein eigenes Nether-Portal. Nur verstehe ich noch nicht so ganz, wie ich das Nether-Portal unter Wasser anzünden soll, weil es ist, unter Wasser. Dementsprechend aber gibt es hier noch eine weitere Sache, die ich gerne nochmal begutachten wollte. Und zwar... Da hinten ist es. Okay. Das ist ein bisschen gefährlich, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich darauf reagieren soll. Es ist nämlich ein Tempel. Es ist ein Smaragd-Tempel oder so, ne? Also hier, wo diese, wie heißt es nochmal, diese Guardians leben, da sind die. Das Problem dabei ist einfach, das sind schon echt viele. Ich probiere es mal nur aus. Oder wobei, ich parke mal hier hinten, so. Oh, oh. Werde ich schon angegriffen? Ah! Okay, das sind die. Ah, okay, 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 okay. Oh mein Gott. Mining Fatigue. Mist. Dieses Mining Fatigue, das ist so nervig. Wenn die das machen, dann kann ich nicht mehr abbauen. Kann ich die besiegen so ein bisschen? Ich gehe da mal rein. So, ich gehe mal nur in die Nähe davon. Nur zu gucken, wie viel Schaden die machen. Ich habe ja ein bisschen Rüstung. So. Okay. Was geht ab? Okay, nice. Okay. Okay, die machen schon Schaden. Okay, die machen schon Schaden. Lass mal abhauen. Lass mal abhauen. Ich habe keine Luft mehr. Okay, gut, wir machen das mal anders. Alter, es ist draußen einfach schon dunkel geworden. Okay, lass mal abhauen. Okay. Ich wollte euch nur diesen Tempel mal zeigen. Oh nein! Oh nein! Okay. Ich habe jetzt gerade wirklich heftig, deftig eine auf die Mütze bekommen. Das hatte ich eigentlich nicht vorgehabt. Deswegen gehen wir wieder zurück. Ich wollte nur mal zeigen, okay? Ich wollte nur mal zeigen, dass da ein Nether-Portal ist. Und ich wollte nur mal zeigen, dass da so ein Wassertempel ist, okay? Ich habe es jetzt gezeigt. Und mehr mache ich da auch, glaube ich, nicht. So, ich bin wieder daheim. Und Bettina, wie ist es auf der See? Ist nice oder wie ist es? Okay, ich glaube, es gefällt dir. So, okay, 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 okay. So, dann würde ich mal sagen... Okay. Alles klar. Gut, Leute, ich würde mal sagen, es reicht, glaube ich, für die heutige Folge, weil ich kann nicht mal abbauen. Ich muss sowieso jetzt noch 2 Minuten warten, bis ich abbauen kann. Dann kann ich eigentlich auch eine neue Folge gleich anfangen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind viele komische Sachen heute passiert. Machen beim nächsten Mal dann einfach weiter, okay? Haut rein, Leute. Ciao!